Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Pamu und wir schauen uns heute eine Getreidemühle A an. Was aber so ein kleines besonderes Gimmick hierbei ist, wir haben einmal die Getreidemühle im normalen Sinne und dazu einen kleinen Verkaufspunkt, wo wir eben halt dann auch unsere Güter verkaufen können. Aber, jetzt kommt dieses kleine Aber, wir haben hier keine normale Getreidemühle, sondern die ist so ein bisschen ja umfangreicher gestaltet. Aber das Ganze schauen wir uns dann gleich erstmal an, weil hier können wir zum Beispiel, und man sieht schon hier gleich, was alles eben halt dann hier drin ist. Wir können natürlich hier hinter der Barke eben halt dann unsere Güter, sage ich jetzt mal, abladen, wie zum Beispiel unsere Weizen, Hafer, Sorghum, Gerste, Mais und Raps. Das können wir jetzt hier zum Beispiel alles abladen. Können es dann separat dann hier über die Trocknung laufen lassen, wo wir das dann Ganze hier auch nochmal dementsprechend abladen können. Und hier können wir dann unsere fertigen Produkte eben halt dann herausbekommen. So, hier haben wir zum Beispiel zum Maismehl mit 2000 Liter Mehl bei 400 Kilo. Und hier auf der anderen Seite hätten wir zum Beispiel jetzt einmal Biomehl mit 300 Liter bei 60 Kilo, die wir einfach so hochheben können und können die dann zum Beispiel ja bei unseren Anhänger so drauflegen. Ganz normal. Aber wir schauen uns auch noch mal kurz die Produktionskette auch noch mal an und dann sehen wir mal, was wir alles dann hier drinne haben. So, da fangen wir natürlich an oben mit unseren ja ganz eben halt dann standardmäßig mit Weizen, Hafer, Hirse, Gerstenmehl, Maismehl, die wir dann bearbeiten können. Wir haben hierbei eben halt ein Fassungsvolumen für alles zusammen bei 200.000 Liter. Raps können wir ebenfalls da reingeben. Dann kommen wir dann zu den ersten Gimmick. Da hätten wir ja zum Beispiel unseren Schrot noch mit dabei, was wir dann auch produzieren können. Da können wir zum Beispiel Weizenschrot, Gerstenschrot, Maisschrot, Haferschrot, Sorghumschrot, Rapsschrot produzieren, was wir dann dementsprechend auch weiterverarbeiten können, wenn wir dann eben halt dann dementsprechend hier in der Produktion dann weitergehen. Wir hätten hier dann zum Beispiel auch nochmal Mineralfutter. Das bekommen wir dann eben halt dann aus unseren Weizenschrot. Können wir einmal Mineralfutter produzieren, beziehungsweise aus allen unseren Schrotsorten können wir dann eben halt Mineralfutter produzieren, was wir dann auch gegebenenfalls dann weiter verarbeiten können bei unseren Tieren. Als nächstes hätten wir ja noch hier einmal Biomehl für eben halt dann Weizen und eben Gerste Biomehl, was wir dann auch dementsprechend verschiedene an die Produktion weitergeben können. Ansonsten können wir das Ganze eben halt dann auch verkaufen. Und dann hätten wir noch mit dabei getrocknete Weizen, Gerste, Mais und Hafer, wofür wir dann auch dementsprechend auch hier in dieser Produktion auch noch normal den Diesel brauchen. Und wie man auch sieht, haben wir dann bei den ganzen Schrotgrößen haben wir einmal, ja, also da hätten wir dann zum Beispiel bei den Schrotgrößen dreimal, beziehungsweise noch dreimal 50.000 Liter, bei den anderen drei Schrotgrößen, Schrotprodukten hätten wir dann 75.000 Liter Fassungsvolumen und 10.000 Liter Diesel. Den Diesel brauchen wir eben halt dann, damit wir auch unsere Getreidesorten auch trocknen könnten. So, und die können wir dann gegebenenfalls dann eben halt dann auch weiterverkaufen. Erstmal kurz hier in der Verkaufsliste mal kurz durchblättern, wo die denn wären. Na, ich glaube, die sind sogar ganz unten. Wie immer ganz unten. So, da können wir eben halt dann auch unseren getrockneten Mais eben halt dann am Supermarkt verkaufen, weil er über die Getreidemühle direkt. Oder wir können das dann bei unseren Universal-Shops eben halt dann verkaufen. Wie man sieht, haben wir hier auch einen dementsprechend guten Preis. Biomehl können wir zum Beispiel bei dem Supermarkt verkaufen, der eben hier bei dem Mod mit integriert ist als Verkaufspunkt. Oder eben halt dann, wenn wir dann alles verkaufen haben,
da können wir das dann eben halt dann auch weitergeben. So, genauso wie auch hier unsere ganzen Schrotsorten. Die können wir eben halt dann auch entweder über direkt über die Getreidemühle vertreiben oder eben halt dann am Supermarkt, der eben halt dann als Verkaufszucker mit dabei ist oder eben halt dann bei Universalverkaufsmärkten kann man es eben halt dann auch verkaufen. Ja, und da, das ist eben halt dann jetzt hier zum Beispiel dieser Universal bzw. der Supermarkt, der mit bei diesem Mod mit dabei ist. Den können wir uns dann zum Beispiel auch irgendwo am Gelände hinstellen und können dann da zum Beispiel unsere Güter dann vertreiben. Ja, mehr gibt es erstmal dazu nicht zu sagen. Außer wir schauen uns mal kurz an, was die Anlage kostet. Dazu gehen wir erstmal bei uns in die Kaufoption rein im Bereich Sonstiges und bei Bauen. Und eben halt in den Reiter Produktionen. Und da hätten wir dann auch hier hinten die Getreidemühle. Die kostet uns dann 50.000. Und der Verkaufspunkt liegt dann bei 10.000 Euro. Nur natürlich bei diesem Verkaufspunkt können wir auch diverse andere Güter noch zusätzlich noch verkaufen, was uns das Ganze auch noch mal ein bisschen erleichtert. Ja, wir schauen uns noch mal kurz die Lok an in der Sicht, in der Hinsicht. Und die Lok ist aktuell fehlerfrei, keine Warnings, keine Errors, keine Lures. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe mir das Ganze jetzt im Singleplayer bzw. Einzelspiel mal angeschaut. Wie es jetzt natürlich auf dem Didi-Server ausschaut, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Wer aber Interesse hat an dieser Produktion, die findet ihr aktuell bei ModHub, gibt es für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S. Wenn euch sogar auch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.